Falls du Inspiration für Halloween suchst, dann bist du hier genau richtig. Denn ich zeige dir, wie du diese Halloween-Snackplatte zubereiten kannst. Dabei war es mir besonders wichtig, viel Obst und Gemüse zu integrieren. Mit nur wenig Zutaten und ein bisschen Kreativität kannst du dieses gruselige Fingerfood kreieren, das sowohl die Kleinen als auch die Großen in Staunen versetzen wird. Und beim Anrichten kannst du dich so richtig austoben und deiner Kreativität freien Lauf lassen. Die Einkaufsliste für diese Snackplatte findest du auf der Website. Viel Spaß beim Nachmachen!